Liebe Sinsoha, herzlich willkommen hier. Mein Name ist Vadim Chance, ich begrüße Sie herzlich. Ich bin Autor, ich bin russischer Schamane und heute habe ich ganz was Spezielles für Sie vorbereitet. Und zwar zum Thema Gedanken über Karma, aber über den Sinn des Lebens genauso. Denn Karma ist nichts anderes wie Sinn des Lebens, Ihr Lebensplan. Und was ist überhaupt Karma? Es gibt sehr, sehr viele karmische Arten erstmal. Karma ist nichts Schlechtes und nichts Gutes. Und zwar Karma ist eine Energie, die Sie begleitet. Sie besteht aus vielen verschiedenen Teilen und zwar jeder Mensch bringt sozusagen 4 Rucksäcke mit in dieses Leben. Erster Rucksack ist Ihr eigenes Karma. Da ist alles drin, was Ihre Seele gelernt hat, was sie vorhat, Ihre Talente, Ihre Ziele, aber auch natürlich negative Anteile. Wenn die Seele etwas noch nie gelernt hat, muss sie das Ganze noch nachlernen. Sie kommen natürlich auch in eine Familie hinein und das ist das sogenannte Familienkarma. Also sprich, das ist Energie der Familie, die Sie übernehmen können, aber nicht müssen. Familienkarma ist immer sehr, sehr präsent. Das sind 8 Generationen am Stück, die da drin ihren Platz gefunden haben. Es spricht nicht nur noch ihre Eltern oder Urgroßeltern, sondern 8 Generationen nach hinten. Man kennt die Leute gar nicht und trotzdem können wir alte Muster von diesen Personen übernommen haben. Sowas ist Gott sei Dank lösbar. Das eigene Karma ist gar nicht lösbar. Eigenes Karma ist eigener Lebensplan. Das kann man aber verarbeiten. Und da gebe ich Ihnen ein paar Anregungen dann mit in diesem Video, wie Sie das machen können. Es gibt natürlich viele verschiedene weitere Karma-Arten. Beziehungskarma entsteht jeden Tag zwischen Ihnen und Ihren verschiedenen Mitmenschen oder mit dem Partner, Ehekarma. Es gibt auch Karma von der Umgebung. Auch das ist ein Rucksack. Planetenkarma gibt es auch. Es gibt aber auch noch alte Dogmen. Das ist der nächste Rucksack. Alte Muster, die wir automatisch aus der Gesellschaft übernehmen, die man ehrlich gesagt auch nicht braucht. Wie komme ich mit diesen ganzen Mustern zurecht? Karma, gut oder schlecht? Wenn Sie sagen, mir passieren immer welche Sachen, die mich total irritieren, die aber negativ auswirken. Also spricht, Sie erleben immer wieder das Gleiche in Wiederholung. Dann ist Karma im Spiel. Zum Beispiel erwischen Sie immer wieder einen neuen Partner, der Alkoholiker ist. Oder immer welchen, der fremd geht. Dann ist es Bereich Beziehungskarma. Oder Sie erwischen immer wieder Menschen, die Sie ausnutzen. Oder Sie gar nicht zuhören möchten. Auch das ist karmisch bedingt. Und solche Sachen muss man nicht dulden. Man kann sowas eben auflösen bzw. auch verarbeiten. Sie müssen nur noch schauen, dass Sie auch die Ursachen finden. Wofür ist es da? Warum wird es mir gezeigt? Berufskarma gibt es auch. Wenn Sie falschen Platz erwischt haben, werden Sie auch rausgeschoben. Vielleicht leben Sie Ihre Gaben nicht aus oder Ihre Talente sind zu kurz gekommen. Auch da muss man sich selber immer wieder die Frage stellen, was passiert, warum das mir geschieht. Wenn Sie es verstanden haben, können Sie jede karmische Sache lösen bzw. auch verarbeiten. Ich gebe heute Ihnen auf jeden Fall ein paar Sachen zur Karma-Bewältigung mit, denn lieber probieren und danach bereuen, als bereuen, ohne probiert zu haben. Das heißt, Sie müssen etwas tun, damit Sie glücklich werden. Stellen Sie sich auch jetzt an dieser Stelle eine Frage. Bin ich glücklich? Fühle ich mich gut in meiner Haut? Habe ich alles erreicht, was ich wollte? Vielleicht haben Sie schon bemerkt, kleine Wünsche gehen schnell in Erfüllung. Sie wollen einen Parkplatz, zack ist der da, oder? Aber wenn man was Größeres sich wünscht, es vergehen Jahre und trotzdem passiert nicht viel. Keine Bewegung, gar nichts geht in Erfüllung. Warum ist das so? Na, weil Energie nicht ausreichend da ist. Der Wunsch ist immer ein Programm, was abgesendet werden müsste nach oben. Und Energie, die dazu nötig ist, um diesen Wunsch natürlich in Erfüllung zu bringen, fehlt meistens. Wie finde ich diese Energie? Genau da, in diesem Moment, möchte ich Ihnen eine Zeremonie vorstellen. Schreiben Sie Ihre Wünsche alle auf ein Blatt Papier. Wiederholen Sie sie. Ungefähr 5 Minuten nacheinander lesen Sie die Sätze einfach durch, mehrere Male und versuchen Sie zu fühlen, dieser Wunsch ist direkt jetzt schon erfüllt worden. Zum Beispiel wollen Sie verreisen, sagen wir nach Indien und Sie waren noch nie dort. Stellen Sie sich vor, Sie sind bereits schon dort. Und Sie schreiben bei diesem Wunsch, ich möchte nach Indien, ich bin begeistert von der Indienreise. Nochmal drunter. Vielleicht haben Sie keinen lieben Partner. Oder kommen mit Ihrem Partner nicht zurecht oder nicht mehr zurecht. Da schreiben Sie einfach mal, ich möchte einen neuen Partner kennenlernen. Und unten schreiben Sie, mein Partner
bringt mich auf den Händen zum Glück. Für jeden Wunsch gibt es natürlich eine Unterstützung. Wenn dieser Zettel fertig ist und Sie sich damit beschäftigt haben, können Sie mit der Zeremonie beginnen. Nehmen Sie einfach diesen Zettel und gehen Sie an eine Kerzenflamme, so wie ich hier. Also hier sind die Wünsche. Sie sagen einfach mal, meine Wünsche gehen jetzt in Erfüllung. Und gehen Sie einfach mal hin und her über die Flamme. Zettel darf aber nicht brennen. Und wenn Sie das gemacht haben, falten Sie den Zettel zusammen und legen ihn in ein schönes Buch, Liebesroman, Bibel etc. Einfach mal zum Aufbewahren. Das ist der erste Teil. Nächster Teil von dieser Zeremonie ist, Sie müssen etwas Spezielles basteln. Und zwar, Sie brauchen einfach mal einen Ring aus einer Pappe, also einfach mal ausschneiden und das Loch so groß machen, dass es auch auf Ihren Ringfinger drankommt. So, wieder mal abziehen. Und dann denken Sie wieder mal an diese drei Wünsche komplett, also was Sie gerade schon gehabt haben. Und wickeln Sie einfach mal den Faden um den Ring herum. Also Sie machen quasi Wickel nach Wickel, so das ganze Ring quasi aus Pappe mit diesem Faden dann umwickelt ist. Und Sie denken an diese drei Wünsche. Also drei können Sie immer vorheben, pro Vorgang einmal. Die Wünsche durch den Kopf gehen lassen, zweite Mal, dritte Mal. Also je mehr Sie die Wünsche wiederholen, je öfter, desto besser ist es. Und irgendwann sind beide Fäden zusammen. Sie machen einfach mal hier einen Knoten. So. Und das Ganze, was jetzt hier rausgekommen ist, muss danach verbrannt werden. Wir machen das jetzt nicht im Studio wegen Rauch, aber wenn es verbrannt ist, sammeln Sie die Asche davon, nehmen Sie Ihren Zettel im Buch und geben Sie diese Asche, was da übrig geblieben ist, einfach in den Zettel hinein und legen es wieder mal in das Buch für weitere Zeit. So ein Vorgang unterstützt Ihr Karma, reinigt auch einige Ursachen und bringt auch Ihre Wünsche nach oben. Unsere Wünsche haben mit dem Karma zu tun, denn einiges kommt sogar von dem Vorleben. Vielleicht kennen Sie auch einen Partner, den Sie vom Vorleben kennen. Es ist nicht immer Seelenbeziehung oder Dualität im Gange, sondern es kann passieren, dass es jemand ist, mit dem Sie etwas nicht erledigt haben. Sowas sieht man sogar in dem Geburtsdatum. Aber das wollte ich gar nicht jetzt erzählen, sondern wie kann ich karmische Beziehung aufleben? Es gehört immer sehr viel Arbeit zu jeder Beziehung. Jede Beziehung ist eigentlich Arbeit. Aber wenn es karmisch ist, dann powert man und tut und macht und passiert gar nichts. Der Partner zum Beispiel ist irgendwo da, aber der traut sich nicht nach vorne, geht vor und zurück. Und da können Sie etwas ganz Spezifisches machen, und zwar, Sie können etwas programmieren. Denken Sie einfach mal an den Partner, auch an Wunschpartner geht es auch. Versuchen Sie sich vorzustellen, von euch beiden kommen zwei große Schläuche in eine Richtung und in die andere Richtung. Und da ist Energieaustausch. Karma ist ja wie Gummiband. Und stellen Sie vor, Ihre Energie geht zu ihm ins Herz, seine zu Ihnen. Und irgendwann ist es ein richtiger Kreislauf, der sehr, sehr schnell wird. Und in dem Moment, wo Sie das schon vorgestellt haben, umarmen Sie in dieser Vision den Partner, da seid ihr quasi in zwei Ringen drin. Und dann können Sie die Augen schon aufmachen. Das peppt fast jede Beziehung auf. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg, natürlich auch schöne, gute Zeit, eine gute Zeit auch mit dem Probieren und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao, Ihr Vadim.